Liebe Zuschauer, wenn ich an World of Warcraft denke, denke ich normalerweise an nette ältere Herren, so wie The Mighty Jingles, die das Spiel im Feierabend zocken, Wochen und Monate lang viel rumtüfteln, die halt Panzer mögen. Aber ich habe eben gerade zwei Leute getroffen, die sehen das völlig anders, die behaupten, es gibt eine blühende E-Sport-Szene bei World of Tanks. Und ich habe mir eingeladen, zum einen, zu meiner Linken ist das Malte Schubert vom Clan Krasner Crew und dann haben wir noch Mohammed Mo Fadel, den Head of Global Competitive Gaming bei Wargaming. Und mit euch würde ich mich ein bisschen über etwas unterhalten, was mir bis jetzt gar nicht wirklich bekannt war, und zwar die E-Sport-Szene und auch die Veranstaltung, die ihr mit euren Spielen veranstaltet. Und deswegen stürzen wir uns einfach mal rein in die ganze Geschichte. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, trotz des Messelärms. Ja, es geht, es geht. Ich würde erstmal von euch beiden jeweils wissen, was zeichnet die E-Sport-Szene bei World of Tanks aus? Und wie unterscheidet sie sich von, sagen wir, sowas wie einem Counter-Strike Go oder StarCraft, von diesen klassischen E-Sport-Titeln? Ich fange mal an, ja. Ich würde sagen, dass es im Vergleich zu CSGO oder League of Legends eher mehr ein Teamspiel ist, was, finde ich, etwas mehr auf Strategie ankommt. Also ich würde sagen, dass der Single-Skill nicht ganz so entscheidend ist, sondern eher die Abstimmung im Team. Da bist du... Ja, es ist eine... Sorry, meine Stimme, ich bin die ganze Zeit auf der Bühne rumhüpfen wie ein Affe. Oh. Muss ich aber recht geben, der große Unterschied zwischen Tanks und lass LOL sein und CSGO oder Dota ist, dass bei uns individuell, klar, hast einen Impact, aber das Wichtigste ist das Team, die Strategie dahinter, wann engagest du, es ist wie Schach mit zigtausend Tonnen Stahl um dich herum. Das ist, was wir spielen. Ist die E-Sport-Community im Vergleich zu anderen Sportarten ein bisschen älter? Weil ich habe den Eindruck, ja, dass die Community des Spiels deutlich älter ist, aber du bist halt ein junger Typ. Ja, diese jungen Leute mit ihren Reflexen. Aber wie sieht denn das so insgesamt aus? Also ich würde sagen, dass es gemischt ist. Also in den Pro-Teams zum Beispiel, da gibt es schon Leute, die im etwas höheren Alter sind. Aber es gibt auch wirklich viele junge Spieler. Also ich würde sagen, die E-Sport-Szene ist trotzdem relativ jung gehalten, obwohl halt das Spiel an sich eher von etwas älteren Leuten gespielt wird. Ist es... Und ich kann nur zustimmen, ja, unsere Audience, halt, unsere Spielergruppe ist halt älter. Wir haben viele ältere Spieler, Familienväter, gute Kieze, sitzen daheim, spielen das Spiel, aber sind nicht wirklich die enorme E-Sports-Audience. Aber jetzt durch unsere E-Sports-Activities fangen die an, okay, hey, was ist denn das? Warum sitzen da junge Knaben und spielen besser als ich? Ich spiele das Spiel seit 5 Jahren, weiß jeden Panzer in auswendig. Aber E-Sports hat diese, wie sagen wir, die Brücke, die Generationen jetzt verbindet. Wir haben die junge Generation, die Fast Skills und dann die älteren Herren, die oftmals die Strategen sind. Wir haben Teams, Kassner Group, einer der Teams, die alte Spieler 40 plus hatten und junge Spieler, gerade am Anfang, wo die Alten gesagt haben, hey Leute, das ist die Taktik und die Jungs haben es ausgeführt. Gibt es in eurem Team jemanden, der die Taktik vorgibt, jemanden, der das Team anleitet oder ergibt sich das eher organisch? Also bei uns ist es eher organisch. Ich würde sagen, im Großteil von den E-Sports-Teams in World of Tanks, die haben nur einen, der die Calls macht. Und bei uns ist es so, dass wir 7 Leute haben, die alle wirklich sehr kommunikativ sind und jeder kann halt entscheidende Ansagen machen. Also wir haben nicht einen speziellen, der wirklich die Ansagen macht, sondern jeder. Je nachdem, wer sich gerade in der Lage fühlt, so eine Ansage zu machen. So, als Hintergrundtapete habe ich hier ein Gameplay laufen, wo ihr gegen den Clan Navi leider verliert. Das war das Halbfinale der diesjährigen Meisterschaft oder Viertelfinale? Viertelfinale war es, ja. Ah. Aber, gegen Navi kann man verlieren. Gegen Navi kann man verlieren. Das ist mit Abstand das beste Team. Und lassen wir einfach den Hintergrund laufen, ohne sehr weit einzugehen, aber auf den ersten Blick wirkt das für mich wie World of Tanks. Inwiefern ist es denn anders? Inwiefern spielen Pro-Gamer das Spiel anders als jetzt Hans Huber, der zu Hause sitzt und Panzer mag und ganz gern mal ein Stündchen zockt? So? Ja, also ich würde sagen, für so E-Sport-Spieler, die spielen das Spiel anders als jetzt Leute, die nur random spielen. Für Leute, die random spielen, die setzen sich, was weiß ich, abends nach dem Abendbrot mal hin und denken sich, hey, halbe Stunde Zeit, spiele ich mal ein paar Runden. Und für uns ist es halt wirklich tryhard. Also wir wollen jedes Spiel, wo wir spielen, wirklich das bestmögliche Ergebnis raus. Und ob es jetzt ein Random-Spiel ist oder in einem Pro-Spiel, wir sind da wirklich mit vollem Feuer dabei und voller Motivation. Und für uns kommt halt auch auf was dran, deswegen ist man da wirklich... Ist es eher die Einstellung als die letztendliche Spielweise? Ja, also ich würde sagen, es ist die Einstellung auf jeden Fall. Halt, wenn man mit der Einstellung reingeht, dann spielt man effektiv gleich anders als Leute, die es halt nur für Spaß machen. Wie wichtig ist die Map für euer Spiel? Also das Design der Map, die verschiedenen Spots und so weiter. Und warum ist Mo plötzlich so gehässig? Ja,
die Maps sind schon entscheidend für die Teams, weil jetzt zum Beispiel Himmelsdorf ist eine Stadtmap, wo es halt wirklich so auf Face-to-Face-Fights ankommt, wo man halt auf einem engen Raum wirklich gut organisiert sein muss. Man muss sich gegenseitig shielden, die APs teilen und zum Beispiel andere Maps wie Steppe zum Beispiel. Das ist halt eine große Map, wo du von allen Seiten beschossen werden kannst und da muss man halt etwas vorsichtiger und taktischer spielen. Gibt es für dich persönlich eine Spielweise, die du lieber magst? Gibt es bestimmte Klassen, Waffen und Umgebungen, wo du da einfach, ja, wo du dich wohlfühlst und wo du gerne unterwegs bist? Zum Vergleich zum Beispiel bei Sachen wie Call of Duty, ich bin am liebsten der Rusher mit der SMG. Liegt mir einfach. Ich hasse Sniper. Hast du auch so eine Spielweise bei World of Tanks, die dir einfach passt? Ja, also ich bin ein Fan von aggressiven Taktiken. Es gibt halt, wir spielen halt viel mit Medium-Panzern, zum Beispiel Autoloader, die halt wirklich ein hohes Burst-Potential haben. Also die machen innerhalb von 10 Sekunden 1500 Schaden. Und das ist halt das, was ich bevorzuge. Einfach schnell spielen, kurze Games, so 1,5 Minuten, wo du in den 1,5 Minuten wirklich Vollgas, voll fokussiert sein musst und dein Team halt wirklich top organisiert sein muss. Okay, Moritz, von dir will ich mal wissen, du hast eine Stelle, die sich nur um E-Sports dreht. Ja. Seit wann gibt's das bei Wargaming? Und war das von Anfang an geplant oder hat sich das eher so ergeben? Wir haben nie geplant, E-Sports zu machen, nie. Um ehrlich zu sein, Anfang haben wir ein Spiel gemacht, World of Tanks, weil wir halt Tanks-Fans sind, kreiert haben. 2011 war dann Caster Crew, unsere Kollegen, waren auf einem Community-Meeting und haben Victor, unseren CEO, gesagt, hey Victor, wir wollen Turniere machen. Wir wollen Turniere machen und zeigen, wer ist besser, die Russen oder wir. Das hat's angefangen. Und dann haben wir gesagt, okay Leute, lass mal Turniere anfangen. Und innerhalb von einem halben Jahr nicht mal, wo das Fun-Turnieren in der professionellen League oder gemerkt haben, hey, die Clans, die haben komplette Skill-Level wie die normalen Spieler. Und du hast vorhin gefragt, hey, wie wird man zum Pro-Player? Ich muss sagen, in World of Tanks ist es ein ganz kleiner, dünner Schicht Unterschied nur. Die Clan-Spieler, die Mehrheit, sind unsere Pro-Spieler. Ein normaler Clan-Spieler spielt viele Spiele mit seinen Freunden im Team. Das Team macht es aus. Du kannst ein guter Spieler sein, der beste Spieler der Welt, wenn du nicht im Team spielst, wirst du nie ein Pro-Spieler bei uns, nie. Wenn ein Team als eine Unit funktioniert, dann wirst du Pro-Spieler. Und das haben wir erkannt. Haben wir hier heute, wir müssen eine League aufziehen. Wir haben so viel Talent in der Welt. Wir müssen den Jungs hier die Möglichkeit geben, auf der großen Bühne zu spielen und wirklich zu zeigen, wer ist der Champion. Ja, wenn man Wargaming kennt, zum Beispiel als PRler oder als Messebesucher, dann weiß man, dass ihr eher klotzt als kleckert. Wie zieht denn ihr solche Geschichten auf? Wie war das jetzt beispielsweise bei den Championships? Wo haben die stattgefunden? Wie viele Leute waren da? Wie viele haben zugeschaut? Also, ja, wir haben diese Tradition. Wir haben auch zum Beispiel aus jeder Region zwei Teams eingeflogen, 8 bis 10 Leute, dann nochmal zwei extra Karten. Also total haben wir 12 Teams, 8 Leute zu den Grand Finals geflogen, kompletten Welt. Das macht kein anderer. Kein Mensch fliegt 150 Leute zu einem Event, um gegeneinander zu spielen. Das ist halt der Wargaming-Style. Wir haben gedacht, okay, machen wir. Die Sache ist, wir haben den Druck einfach auch, weil die Spieler so gut sind und wir wollen halt jeden zeigen. Haben auch gemeint, okay, wir machen 3 Tage statt 1 Tag Event, weil jeder die Chance hat, auf die Bühne zu gehen. Das ist halt bei uns ein kleiner bisschen Unterschied, dass wir sagen, okay, viel Geld investieren, um jeden von den Jungs hier auf die Bühne zu zeigen, hey, ich kann meinen. Unser Traum ist, dass sie eines Tages nur noch spielen, was sie wollen und damit ihr Geld verdienen. Nicht mehr arbeiten gehen, ihre Arbeit ist E-Sports. Also du hast nebenher noch einen Job? Ja. Der da wäre? Also ich habe jetzt letztes Jahr mein Fachabitur gemacht, nächstes Jahr fange ich eine Ausbildung an und jetzt gerade mache ich einen Minijob im Batteriebau. Hervorragend. Ey, das hat die Zukunft. Batterien sind der Shit. Und ich kann nur raten, Ausbildung beenden, bevor man sich komplett auf Videospiele stürzt. Ja, endlich wie der arme Mann hier am Mikrofon. Dann ist noch so ein Thema, Exploits und Cheating. Gibt es in jedem E-Sport, auf welche Art und Weise versuchen es die Bösewichte bei eurem Client und wie kommt ihr denn auf die Schliche? Und welches Regelwerk habt ihr da etabliert? Ist mal laut. Ist ein bisschen Lärm. Hört man mich noch, ja, oder? Sehr gut. Ja, wir haben halt ein separates Team in Development, das sich darum kümmert. Cheater gibt es überall. Wollen wir nichts vormachen? In unserer Community genauso überall. Unser Ziel ist für die League, dass wir Tools benutzen, dass wir Programme haben, die uns helfen einfach, das komplett zu blockieren, dass es fair bleibt. Aber ich will auch nicht lügen, wir hatten schon Events, gerade am Anfang, wo die Pro-Spieler mit Handys und Ohrstöpseln auf die Bühne kamen und Informationen aus der Crowd bekommen haben. E-Sports ist ein neues Genre einfach, ein neuer Sport. Wir müssen halt lernen, wie können wir es wie fair wie möglich machen. Also jeden Tag kämpfen wir gegen die Cheater an. Es wird auch nicht aufhören, es wird immer so sein.
Gibt es irgendwie so eine Art Ehrenkodex, gewisse Verhaltensweisen, die einfach im Turnierbetrieb nicht okay sind? Oder ist eigentlich alles, was das Spiel hergibt, an Taktiken, an Waffen, an Equipments, Loadouts, erlaubt? Ja, ist also grundsätzlich alles, was im Spiel möglich ist, ist erlaubt. Jetzt zum Beispiel, ist jetzt ein gutes Beispiel, wir haben auf manchen Maps jetzt Positionen, die eigentlich nicht vorgesehen sind, dass man die erreichen kann mit Panzern. Aber wenn man sich zum Beispiel mit 2, 3 Panzern in der Reihe aufstellt und einen hochschiebt, Speedrunner-Taktiken. So kann man bestimmte Positionen kriegen und solange man sie nutzen kann, Die sind erlaubt, aber eigentlich nicht vorgesehen. Herrlich anarchistisch. Habt ihr eigentlich den Client, seit ihr diese E-Sport-Geschichte macht, verändert in die Richtung, dass das alles möglich ist und auch, dass Zuschauer ein schönes Erlebnis haben? Komplett. Wir waren nie geplant, E-Sport zu sein. Wir mussten Spectator Mode entwickeln. Der erste, wir hatten Panzer im Spiel, die zerstört werden mussten von anderen Spielern, damit wir einen Spectator hatten. Ganz am Anfang. Das ist auch ein Werdegang, eine Evolution einfach. Heutzutage haben wir einen richtigen Observer-Mode mit den verschiedenen Teams angezeigt bekommen. Wir lernen halt dazu, aber die Teams finden immer wieder neue Wege, das Spiel so zu nutzen, zu ihrem Vorteil. Grand Final, Navi haben Panzer umgeschmissen, seitwärts und zwischen 2 Gebäude reingeschoben, wo eigentlich nie reinpassen könnte. Aber es ist erlaubt. Sie benutzen das Spiel, wie es gegeben ist. Aber es sind kreative Jungs. Okay, und von dir will ich nochmal wissen, was tut ihr, wenn ein großer Patch rauskommt? Seid ihr vorher schon ein bisschen informiert? Lest ihr euch die Patch-Notes durch und überlegt schon, was es für Auswirkungen haben könnte? Und wie reagiert ihr darauf? Müsst ihr den dann wirklich durcharbeiten? Experimentiert ihr da rum? Oder ist es eigentlich gar nicht so wichtig, was ein Patch macht? Ist euer Teamplay und die Strategie viel wichtiger? Die Patches sind schon entscheidend. Das war jetzt zum Beispiel einer der letzten Patches. Da wurde ein Tier-9er Panzer durch einen anderen Tier-9er ersetzt, der einfach für E-Sports viel interessanter ist, als der davor im Spiel war. Und so muss man sich halt wirklich... Also wir haben halt mehrere Leute im Team, die sich dafür auch interessieren, die das halt auch privat, sag ich mal, nachforschen und nicht im Sinne von Training. Und ja, da findet man halt oder sucht sich halt die Informationen der Panzer raus, die Statistiken. Und wenn die halt interessant sind, dann werden sie in den nächsten Trainings auf jeden Fall gründlich durchgetestet. Das finde ich witzig. Eine schöne Beschäftigung auf eine Art und Weise, wie ich es bei World of Tanks eigentlich gar nicht so richtig erwartet habe. Und damit übergebe ich jetzt, falls er welche für mich hat, zu den User-Fragen des ganz ausgezeichneten Herrn Daniel Veit, der sie mit einem goldenen Sieb aus den Kommentaren fischt. So ist es. Und hier haben wir eine Frage von einem Chatter mit einem wunderschönen Namen, der heißt nämlich Gamestar Best. An den Profi, wie lange spielt ihr eigentlich so am Tag World of Tanks? Das ist eine gute Frage. Jetzt mal auf die Woche bezogen. Wir haben am Wochenende Donnerstag bis Sonntags in dem Zeitraum 2 Spiele abends. Die gehen so ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem. Und unter der Woche trainieren wir sonntags bis donnerstags abends 19 bis 22 Uhr und dann am Mittag oder Nachmittag nochmal 1-2 Stunden taktische Schulung. Das ist reichlich. Das ist echt ordentlich. Eine Frage von Amrum 2012. Wie viel Geld habt ihr schon in das Game gesteckt? Die Frage kam öfter, wie viel muss man denn ausgeben, um auf dem Niveau spielen zu können? Das ist eine gute Frage. Also zum einen, ausgeben muss man schon mal nichts, um auf das Level zu kommen. Wenn man was ausgeben möchte, kann man es tun, dann geht es schneller. Aber wenn man halt den Druck nicht hat, dann kann man es auch kostenlos machen und sich einfach hochleveln. Also es ist unterschiedlich. Ich würde sagen, am Anfang, da haben wir schon mehrere hundert Euro reingepackt ins Spiel. Aber halt so jetzt gegen Ende halt auch in der Pro League, da kriegt man halt zum Beispiel Gold, also eine Ingame-Währung, kriegt man halt dafür, dass man die Liga spielt als Belohnung. Und dadurch ist es halt für uns als Pro-Spieler zurückgegangen. Aber anfangs haben wir zum Teil schon wirklich viel Geld reingesteckt. Also wenn Wargaming schon die Teams über die halbe Erde fliegt, dann startet ihr eure Teams dann auch, also die teilnehmenden Teams auch mit Premium-Währung und Panzern aus, ja? Also Teams haben auch alle Tanks, die haben Gold-Währung, sobald man eine Gold-Liga ist bei uns, hat man Access, also soll man Zugang zum kompletten Spiel haben und am Ende spielen sie auf dem höchsten Level. Also wir brauchen das komplette Spiel auch. Aber wir haben Spieler, gerade in Russland, die noch nie einen Cent ausgegeben haben und verdienen reibach eine goldene Nase in den Teams mit Preisgeldern. Haben wir auch. Alles klar. Noch eine ganz kurze Frage, bevor wir zum gründenden Abschluss kommen. Ja. Sind die Chinesen in World of Tanks genauso dominant wie in den MOBAs? Sie kommen. Wir haben in den letzten 3 Jahren gesehen, dass APEC Asia kommt. Sie kommen wirklich. Sie kommen, übernehmen erst aus Korea, dann ist Korea verschwunden. Jetzt kommen die Chinesen, Yilong zum Beispiel, ein Team, das man jetzt immer in den Top 4 schon erwartet. Also in den nächsten 2 bis 3 Jahren bin ich mir sicher, dass das Level steigt an. Und die Chinesen haben halt eine Willpower, eine Willenskraft. Alles klar, dann danke für eure Ausführungen zum Thema E-Sport bei Wargaming. Und jetzt kommen wir zum Abschluss.
ihr dürft unser Jenga-Spiel unterschreiben. Das ist ein bisschen knifflig, denn ihr müsst euch eins der nicht unterschriebenen Holzstücke ziehen, euer Unterschrift drauf tun und es oben drauf tun. Und wer das ganze Ding umschmeißt, ihr könntet es vielleicht sein, der bekommt eine Tracht Prügel. Ich fang an. Müssen wir es live machen jetzt? Natürlich. Also ich, ich nehme das, ich nehme dir das ab, damit du dich nicht drum kümmern musst. Kann ich abziehen? Wenn du willst, zieh es ab. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Anlassen, okay. Such dir den Schwierigen aus. Leute, das ist... Ja. Das ist solide. Leute, das geht nicht. Competitive Jenga on a highest level. Komm schon raus, bitte, oh Herr. Easy. Yeah. Der steht easy. Links. Mein Gott. Es war das schlimmste Moment meines Lebens. So. Oben drauf, richtig? Ja. Warte. Oh Mann. Kannst du mich zur Seite rücken? Ja. Und enjoy. Ich halte das währenddessen fest. Oh mein Gott. Oh, geht er? Eiskalt. Oh. Das sind Zuckerhände, eiskalt, kennt nix. Pro-Gamer auch mit Holz? Das sind halt diese jugendlichen Reflexe, von denen wir alte Säcke noch träumen können. Ja, auf jeden Fall. Oh. Riskante Auflage, aber ich bin wirklich stolz auf euch. Vielen Dank für die Unterschriften, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Das war's jetzt mit eSports Power Gaming. Wiedersehen. Dankeschön.